Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge IIGIT. Wie sehe ich denn aus? Ja, also, ich habe in der letzten Folge ein bisschen Gartenarbeit verrichtet mit meinem Eislaserschwert. Cool. Ich habe 4 Essos-Flakons. Huch, okay. Was wollte ich sagen? Genau, das Ding. Und zwar, was ist das hier? Das ist ein Altar. Ja, aber... Moment, ja, also... Das Altar ist dazu da, um diese Wirbelsäulen... Ich sag mal... abzugeben, um dann Belohnungen zu bekommen. Die Wirbelsäulen sammelt man mit einem Eid. Und zwar gibt es in diesem Level einen zweiten Eid. Und zwar den des Wallbauers. Das ist dieser lila Eid, den wir von dem einem Typen, dem einem NPC-Invasator gesehen haben. Man invasiert. Keine Ahnung, was man genau machen muss. Und wenn man erfolgreich ist, kriegt man so eine Wirbelsäule. Und dann kann man hier diese gegen hier Items, sage ich, Belohnungen eintauschen, so viel ich verstanden habe. Und sonst war es das hier auch in dieser Grube, glaube ich. Wenn ich mich nicht irre, hier steht ein Stein. Oh. Okay. Das sieht ein bisschen hier aus wie bei den Skaven aus Warhammer, keine Ahnung. Hier gibt es sonst nichts. Okay. Dann gehen wir mal hier raus. Und es gibt noch eine Sache in diesem einem Level, dass ich jetzt verpasst habe, was den Eid betrifft. Und zwar, ich reiß erstmal dahin. Moment. Welches Lagerfeuer war das? Das war... War es das hier? Nein. Ich muss... Ja, ich glaube, ich muss von diesem kommen. Okay. Ich komme, also. Bis gleich, Moment. Ja, also hier bin ich wieder. Und wie man sehen kann, bin ich hier, wo diese kleine Bande von Kleinwüchsigen war mit diesen Dreirad-Tauben. Und zwar genau hier. Hierhin habe ich letztes Mal verpasst hinzuspringen. Wie man sieht, hat dieser Typ dort einen Käfig. Und neben dem Käfig und dem Typen dort gibt es noch was scheinbar. Der Typ selber ist jetzt, glaube ich, feindlich, weil ich den Boss besiegt habe, weil ich verpeilt habe, zuerst hier hinzukommen. Und ja, genau. Weit wieder rein. Jetzt kann ich da nicht rein, ne? Nein. Genau. Weil bevor man den Boss hätte bekämpfen müssen, hätte man zu, also ins Käfig da reinsteigen sollen. Aber da ich ihn besiegt habe, ist er jetzt feindlich. Oha, was war das? Ich kann jetzt nicht mehr reinsteigen und die nächste Mission, um den Eid des Wallbauers zu bekommen, ist keine Ahnung wann und die ist zudem sehr leicht zu... Ich hoffe, da hat nichts getroffen, ne? Ist sehr leicht zu verpassen.
nicht, zu verfassen, zu vermasseln, genau. Nein. Was? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Alter, das kann. Alter, das kann man ja jemandem zeigen. Ja, also da bin ich wieder. Ich bin super gelandet. Keine Ahnung, warum das gerade so passiert ist. Ja. So, jetzt. Okay, jetzt habe ich zwei. Ach, wie gut. Die Seelen sind hier, okay. Ui, 20.000. Ich wollte schon sagen, jetzt habe ich zwei Gründe, darunter zu gehen. Okay. Dann mache ich es mal. Als ich hier wieder. Okay, bis gleich. Also, was ich sagen wollte, war. Hängt die Leiche wieder da oben, wenn ich durchs Lagerfeuer reise oder nicht? Weil, wenn ja und ich wieder da hoch muss, dann überlege ich einfach mal, vielleicht die Armbrust oder so zu benutzen. Die Leiche ist nackig. Und der Typ ist weg. Na, endlich mal. Aber der hat seine Lampe hier vergessen. Oder war das nicht? Ach, egal. Nicht seine so. Ausrüstung. Einmal. Komm, Bogen. Dann. Oh. Ah, es leuchtet doch. Dann sieht das nur so schlecht. Okay, Moment. Du willst mich doch. Na gut, na gut. So soll es sein. So, hier bin ich wieder. Ich hoffe mal, jetzt klappt es. Also ich bin jetzt hier an der Brücke, ich bin jetzt außen rum gerannt, ich habe jetzt kein Lagerfeuer aufgesucht, ich habe jeden auf meinem, naja, fast jeden auf meinem Weg niedergemetzelt, mit meinem Dark Souls-mäßigem Lichtschwert. Ja, seit keine Ahnung wie viele Minuten ich schon diese eine Folge aufnehme und ich noch keine weitere gemacht habe. Ich wollte nur eine Sache machen und das zieht sich jetzt, keine Ahnung, voll lange. Oh ja, also okay, da ist das Ding sehr gut. Das Ding nehme ich noch nicht, weil ich habe Verfolgung. Gut gedeutscht. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. So. Einmal hoch, bitte. Dann einmal runter. Hoch. Okay. Ich habe eigentlich den Knopf noch nicht aktiviert, aber okay. Ach gut, dann bekämpfe ich den noch mal. Zeit habe ich ja. Scheinbar. Na los, komm. Nur noch du stehst mir im Weg. Los, komm. Okay. Nur. Wieso machst du nichts? Ah, okay. Okay, der lebt noch. Noch. So. Ja, bitte. Hast du was? Oh, du hast. Oh, danke schön. Großmachete. Yay.
Noch eine, sehr gut. Also, endlich habe ich das Teil hier, meine Güte. So, was ist das? Flammensteinplattenring. Oh, neue Ringe. So, schön sieht er aus. Erhöht die Feuerschadensminderung. Hätte ich den Ring gehabt, hätte ich. Also, da hätte ich. Ja. Ich habe das Gefühl, ich gehe das Level durch mit einer ganz eigenen Reihenfolge. Keine Ahnung. So, 14 Minuten, so Zeit, Schluss zu machen. Ich glaube, ich hätte erst den Ring haben sollen und dann gegen diesen Balrog kämpfen. Aber ja, gut, okay. Immerhin. Jetzt gehe ich runter, weil dort unten war nämlich ein Lagerfeuer. Dann bin ich endlich mal fertig mit dieser einen Folge, die schon, keine Ahnung, 40 Minuten dauert. Ungeschnitten natürlich vielleicht 14 Minuten. Mann. So, genau, hier. Ah ja. Das ist zwar eher so eine Info nur für mich, aber ich habe ein bisschen mit OBS rumgespielt und habe herausgefunden, wie ich die Dateigröße meiner Videoaufnahmen klein halten kann. Oh, Pfad der Opferungen. Oh, okay. Ja, Leuchtfeuer entzünden. Leuchtfeuer entzündet, sehr gut. Und bis zur nächsten Folge. Ich sehe mittlerweile irgendwie angebrannt aus. Ja. Ciao, endlich mal. Endlich habe ich es mal durch meine Güte. Ciao, ja, tschüss, mit V.